Das hier ist jetzt nicht gerade schlimm, das sind nur drei Spinnen. Markierende Beute ist gut. Aber hier ist nichts, oder? Oder geht's hier irgendwo weiter? Nein, das sieht nicht danach aus. Ah, aber hier ist was versteckt. Ein Topaz. Topaz. Ah, es ist doch ein bisschen größer als erwartet. Also größer als 4x4 Bildschirm. Aber es geht noch. Mittagwachposten. Ja, ja, ja. If thou shalt believe. Es sind ein paar Vitrak-Wachposten, aber die scheinen nicht besonders gefährlich zu sein, irgendwie. Sie können halt leben, aber sie übernehmen wenigstens nicht so wie ihre Exarch. Aber einer ist mir gerade weggeflutscht. Der da nämlich. Valegina, du kannst ruhig kommen und mithelfen. Au. Und ich merke gerade, auf diesem Gebiet stehen, das tut ordentlich weh. Lorenz kann nicht heilen. Let's go. Ja, was auch immer das gerade war. Let's go. Was zur Hölle war das jetzt gerade? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Spinnen da nicht noch rumgestanden wären. White flame and sound. We'll keep to ourselves. Sicherheitshalber. Also hier sind riesengroße Spinnenweben, über die wir gehen könnten. So, da war die zweite Spinnenhorde. Da war, sind wir aus Versehen in die Vitrax vorhin gerannt. Mal gucken. Ich muss ehrlich sagen, die Kristallfresser sind gerade ziemlich ruhig. Liegt das daran, dass wir ihre Wächter getötet haben, ihre Herrchen? Let's go. Ja, die Vitrax scheinen sich ja ziemlich gut mit den Spinnen hier zu verstehen. Ritual der ungezähmten Wildnis plus 3 Überleben. Gute Brigandine. Diese Nester scheinen verlassen und von Spinnenbelag genommen worden zu sein. In ein paar davon liegen Knochen und andere sterbliche Überreste. Was hat vorher in diesen Nestern gehaust? Will ich das überhaupt wissen? Slowly now. Ach herrje. Oh je. Haustier-Witwenmacher-Spinne, okay. Da wäre ich jetzt gerade fast in eine Vitrak-Versammlung. Ja, in das Vitrak-Nest reingerannt. Okay. Da ist ein Kristallfresser. Let's go. Aber die sind irgendwie wirklich nicht mehr
gefährlich. Ich wollte. Hallo? Let's go! Okay, ich habe nichts gesagt, dass sie nicht gefährlich sind. Ich habe mich nur gewundert, warum sie nicht mehr ihre komische Superfähigkeit da benutzen. Okay, das war mal wieder. Dafür brauche ich 5 gesungene Phasen, dafür bräuchte ich nur 4. Und hierfür bräuchte ich 3. Im Augenblick brauche ich eh nichts beschwören. Wow. Ey, das sieht gar nicht so gut aus. Also auch nicht, was seine Gesundheit angeht. So. Eyes open. Ich habe so das Gefühl, wir müssen durch das oder auch nicht. Ich dachte, wir müssten durch das Vitrak-Nest, wenn wir weiter wollten. Okay, plötzlich spürst du in deinem Kopf einen scharfen Schmerz, auf den direkt eine barsche fremde Stimme folgt. Agikater. Zwerg Idiavasti. Die Galatür macht ein eigenartiges klapperndes Geräusch, bevor es abermals in deinen Verstand zu dir spricht. Ich nenne es Eindringling, Mörderer, Herumlungerer an hellen Orten. Wo geht es hin? Wie kann es sein, dass du Edirianisch sprichst? Die Kreatur gibt ein eigenartiges zischendes Geräusch von sich. Dieser Eindringling erhält sich wohl für einen seltenen Schatz. Plünderer. Ich kann auch plündern und mir die Worte nehmen, die ich will. Ein junges Gefühl attackiert deinen Verstand. Seine Sprache ist, sie hält inne, verabscheuenswürdig, sagt sie genüsslich. Ich suche nach dem Meister der Tiefe. Sucht es nach Knechtschaft? Die Kreatur stößt ein raschendes Zischen aus. Vielleicht ein Lachen. Es gibt keinen Meister. Unter uns sind alle tot und du jetzt auch. Oh oh. Die Vitrak sinkt mit einem zischenden, gurgelnden Rassen im Hals auf ein Knie. Es ist ein böses, ränkeschmiedes Ding. Ich verfluche seine Eier, seine Familie. Es soll es zum Sterben in die Dunkelheit taumeln. Führe es zu Ende, Wurm. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich nehme dich mit zurück nach Kietnur. Okay. Das erste Mal, dass ich was gefangen nehmen konnte. Auch nicht schlecht. Wobei ich nicht erwartet habe, dass es ein Vitrak ist. Au, Palegina, du siehst nicht gut aus. Okay, das war Palegina. Dorens, würdest du sie bitte mal wiederbeleben? Und du heil dich jetzt bitte mal selber. Und Hagrim ballert gerade mit der Flinte auf Kanna. Gut. Dass wir das auch geklärt haben. Sure. Hat noch jemand Fragen? Ah, da geht's die Treppe runter. Okay. Auch gut. Ah, Dorens sollte mal Palegina heilen. Da Dorens das nicht kann, macht das Kanna. Margrin's Fire casts light in dark places. Und ich habe so das Gefühl, dass der Vitrak den anderen Vitraks oben im Vitrak-Nest ein Dorn im Auge war. Und wir jetzt gerade das Problem für sie gelöst haben. Au, okay.
Kann ich nochmal kurz den Spielstand laden? Das war die nämlich eigentlich nicht so. Ja, den da möchte ich gern nochmal laden. Pillars of Eternity wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Wenn du das Spiel in einer anderen Sprache spielen willst, ja. Das Problem ist, die deutsche Lokalisierung ist immer noch nicht einwandfrei. Sieht man ja an Gewandtheit plus 2. In Wirklichkeit sind das ja Mordäxte. Oder wie sie auch immer heißen. Margrin's Fire cast light. Hey. Der Rest hätte ich mal zurück. Ich sehe hier, dass da was liegt, aber ich kann es nicht aufheben. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ich kriege auch keine Nachricht, dass ich da was entdeckt habe. Es leuchtet einfach lila. Entweder ist mein Savegame hier allgemein verbuggt oder ich muss das Spiel mal neu installieren. Nach dem Let's Play. Komplett frisch, clean. Alle Daten löschen, Savegames und so weiter und dann ganz neu anfangen. Worth a look. Kann ich dich entschärfen oder bist du wieder so ein Todesring? Starren der Adragan-Falle, die ist nicht so wild. Let's go. Das hingegen ist scheiße. Let's go. Ja, ich zieht euch mal zurück und ihr geht mal nach vorne. Und ihr geht aus dem Eis, aus der Eisaura raus. Okay, die kommen da echt zum Sterben. Oh, hinter ihnen ist ein wahnsinniger Vitrak. Alle auf, beschießt den mal. Lava. Let's go. So. Jetzt müssen nur noch die Lähmung abklingen und die Beherrschung. Wobei die Beherrschung eine Weile dauern könnte. Die Lähmung klingt wahrscheinlich früher ab. So. Wahnsinniger Vitrak, polierter Knaufstein. Ah. Den haben wir auch noch gebraucht für dieses Teil. Ah, ich habe alle Bruchstücke des uralten Schwertes gefunden. Bevor ich diese Waffe benutzen kann, muss ich einen fähigen Schmied finden, der sie vom Neuen schmieden kann. Ich habe, ja. Ah, das steht gar nicht mal dabei. Okay, wir haben damit alle Sachen und Alof spackt wieder ein bisschen. Diese Überreste sind alt und brüchig und auf dem Boden verstreute Verbände lassen darauf schließen, dass sie hierher geschleift wurde. Wow, ist das ein Haufen Kohle. Also Geld. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir hierher auf dieses Mittelstück. Da liegt übrigens noch ein Rest. Dann machen wir ein Save, bevor ich mir hier das Vitrak-Nest mal ansehe. So. Spielstand speichern. Machen wir mal wieder einen Cut. Wir sind jetzt übrigens auf der 12. Stufe von Ot-Nur. LP 31. Oder? Jupp. Aber mit einem Freizeichen dazwischen. Speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.